Glück oder Unglück. Der alte Limpu wohnte mit seiner Familie hoch in den Bergen. Eines Tages rissen sich seine Pferde los und liefen davon. Die Bauern, die im Tal lebten, eilten zu Limpu und verneigten sich vor ihm und beklagten das Unglück, das ihm widerfahren war. Der alte Limpu kratzte sich den Bart und entgegnete: Woher wisst ihr, dass es ein Unglück war? Darauf kehrten die Bauern verwundert ins Tal zurück. Nun begab es sich aber, dass sich die beiden entlaufenen zahmen Pferde zu einer Herde Wildpferde gesellten und diese schließlich zu Limpus Hof zurückkehrten. Die Bauern im Tal eilten zu Limpu und gratulierten ihm zu seinem großen Glück. Der alte Limpu kratzte sich am Bart und entgegnete: Woher wisst ihr, dass es ein Glück war? Darauf kehrten die Bauern verwundert ins Tal zurück. Kurz darauf sattelte Limpus Sohn eines der Wildpferde und stieg auf, um es einzureiten. Doch schon im nächsten Moment wurde er abgeworfen und brach sich das Bein. Die Bauern des Tales eilten zu Limpu, verneigten sich vor ihm und beklagten sein großes Unglück. Der alte Limpu kratzte sich wieder am Bart und entgegnete: Woher wisst ihr, dass es ein Unglück war? Darauf kehrten die Bauern abermals verwundert ins Tal zurück. Kurz darauf brach der russisch-chinesische Krieg aus. Alle Söhne des Dorfes wurden einberufen, nur Limpus Sohn nicht, weil er sich das Bein gebrochen hatte.